Hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. So, da viele von euch gefragt haben, ey, hast du schon die neuen Outfits? Ja, ich habe auch die neuen Outfits, die sind ja bei jedem beim Update dabei gewesen. Aber ich glaube, ihr wollt das natürlich eher mal ein bisschen sehen. Also die zwei Gesichter hatten wir schon von der Claudette. Ist dieses noch dazugekommen. Ich finde, ja, die Frisur geht. Okay. Ich finde die Frisur aber immer noch besser, deswegen lasse ich die. Die sieht ein bisschen struppiger aus. Die sieht... Ja, ich weiß nicht, die sieht... Da sieht sie irgendwie ein bisschen nach weniger viel Haaren aus. Deswegen, ich habe lieber ein bisschen längere. Ja. So, wir nehmen jetzt einfach trotzdem mal die Frisur. So, und das wäre jetzt das Oberteil, was dazu gekommen ist. Ja. Warum ist da so viel Blut drin, alter Schwede? Und das ist die Hose. So. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich find's nicht so Bombe. Also wie gesagt, die Frisur geht, ja, die könnte man wirklich noch... Das könnte man vielleicht auch noch machen, ja. Das Oberteil, ich bin da jetzt auch nicht so der Fan von, ja. Aber die Hose, ne. Und die Schuhe, die sehen sowieso schon total unmöglich aus. Das sieht noch viel schlimmer aus. Also, das ist immer noch die beste Hose mit den Stiefeln, ja. Es tut mir leid, das ist halt meine Meinung. Und, naja, das Oberteil, ja. Ist halt so. Ja. Gut, dann haben wir die nämlich jetzt mal durch. Wie gesagt, so sieht das neue Outfit aus. Ist nicht mein Fall. Ich bleib lieber bei meinem alten. Weil ich es einfach schöner finde. Oh Gott, die Hose, die sieht so schlimm aus. Sorry. Und ich meine, das Oberteil, das geht ja gerade noch, ja? Das könnte man ja wirklich, das geht noch. Ja, geht noch heißt aber nicht, dass es toll ist, ja. Dann würde ich sogar noch eher lieber das nehmen. Wobei ich das hier eigentlich, da habe ich mich erst irgendwie dran gewöhnt. Ich finde die Oberteile, die anderen zwei von ihr eigentlich auch recht gut. Die passen sogar beide zu der Hose. Die eine Hose ist, naja, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie nicht so doll aus. Das erinnert mich hier ein bisschen an hier diese eine Serie da, an den kleinen Bub, der da immer so viel Scheiße gelabert hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Naja. Ja. Gut. So viel zu dem Thema. Also ich bleib bei der Sache, weil, wie gesagt, das ist nicht mein Fall. Das könnte man vielleicht wirklich noch mit der Hose kombinieren, aber die Hose... Nein, das sieht aus wie so eine Gummihose, ernsthaft. Also wirklich. Das sieht aus. Weil die da so glänzt und so, oder? Oder selbst wenn es nicht glänzend ist, aber es sieht aus, als wird es glänzend und... Und ey, nee, bitte. Nee. Deswegen, also wenn, dann höchstens diese Kombination von den neuen Sachen. Das wäre die neue Frisur plus das Oberteil. Ja, aber nicht mein Fall. Deswegen bleibe ich hierbei. So, das war jetzt Claudette. Dann gehen wir mal zum Jake. Mir ist noch nie aufgefallen, dass der jedes Mal so einen komischen Kranz hier drum hat. Außer hier, hier hat er keinen Kranz drum. Und ich habe das schon in den Kommentaren geschrieben. Also entweder er hat echt viel gearbeitet und deswegen sieht sein Gesicht so komisch dunkel aus. Oder er hat zwischendurch andere Eltern bekommen. Also ein Teil ist dann mit afrikanischem Hintergrund. Ah. Weil das sieht meines Erachtens, jetzt guck hier bitte hier hin und nicht zur Seite. Meines Erachtens ist das ein großer Unterschied. Hier sieht man es am besten, weil der ist kein Bart. Guckt euch das mal an. Also, es liegt definitiv an der Farbe des Gesichts. Oder er war einfach zu lange unter der Sonnenbank, aber... Wenn das wenigstens genau diese Farbe so hätte, weißt? Dann würde ich ja noch sagen, ja okay, ja, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, also ich denke da eher jetzt daran, dass irgendwie ein Teil von seinen Eltern zwischendurch gewechselt wurde. So, okay, also das ist jetzt das neue Gesicht, das ist das Oberteil und das ist Unterteil.
Also es ist. Ich weiß auch nicht, was. Keine Ahnung. Das passt irgendwie auch nicht zum Hintergrund seiner Story, finde ich irgendwie. Da passt das hier irgendwie schon eher. Oh Gott! Das Gesicht wird trotzdem nicht besser. Nehmen wir mal so. Das geht schon wieder. Wobei ich das auch nicht toll finde. Und ich glaube, am besten geht das. Ja, das sieht echt so, wow, total alt aus. Das sieht Jake einfach übelst alt aus mit dem Outfit. Boah, das sieht ja wirklich alt aus wegen dem Bart. Das geht noch, ja? Okay, ich. Ne, also die Kleidung, ja, ist nicht meins. Aber es sieht nicht so scheiße aus wie bei Claudette. Ich muss es wirklich sagen, es sieht nicht arg so scheiße aus wie bei Claudette. Also, das wäre vielleicht so vom Platz 1 bis 4, ja, Claudette. Ich bin mir gar nicht sicher. Also Claudette ist auf jeden Fall vierter Platz. Das geht gar nicht. Das hier könnte sogar zweiter Platz sein. Ich muss mal gucken, weil wir müssen jetzt unten nochmal kurz. Warte. Gucken wir uns die also mal schön hier an, diese Montur. Wie gesagt, ist überhaupt nichts. Weil, wie gesagt, also Claudette und das hier, also da habe ich es am meisten mit dem Gesicht hier. Das geht irgendwie überhaupt nicht. Sorry. Also so wird es vielleicht noch gehen. So geht es auch noch, aber mit dem neuen Gesicht. Also was heißt neues Gesicht? Es ist ja wirklich, es ist das gleiche Gesicht, aber nein. Gut, dann werde ich hier wieder die Klamotten anziehen, die ich sonst, wenn ich denn mit Jake rumlaufe, anhaben wollen würde. Das wäre eigentlich eher die Kombo. Ja. So. Vielleicht noch ein Bart. Ah, nee. Ohne. Ja, er sieht ohne und mit gut aus. Ja. Ja. Oh Gott. Gut, gehen wir wieder weiter zurück. Und zwar gucken wir uns Dwight an und seine schönen Anzüge. So, das sind die Teile, die wir vorher haben. Am Gesicht. Und das mag ich überhaupt nicht wegen dem Schnäuzer. Und das ist jetzt mit Cappy in Rot. Das ist jetzt das T-Shirt in Rot. Die schwarze Hose, okay. Die sieht überhaupt nicht gut aus. Und die sieht noch viel schlimmerer aus. Und das wäre jetzt... ernsthaft? Da fehlt echt nicht viel. Und ich finde, das sieht aus wie Mario. Ernsthaft? Guckt euch das doch mal an. Bei Mario, ich glaube, die haben ja noch diese Hosenträger, ne? Die fehlen das noch. Oh Mann. Ja, also wie gesagt, ja. Wäre vielleicht noch ein bisschen annehmbar. Da gefällt mir das Gesicht besser. Als bei Jake. Die Mütze, naja, das ist eigentlich so ein Signalfeuer mitten im Feld. Siehst du sofort. Und die Hose, naja. Da ist die, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Wobei, ich weiß nicht, welche von beiden schlimmer ist. Ich finde, die ist am besten. Die würde da auch besser zu passen, irgendwie. Naja. Egal. Weil ich sowieso so ein Schwarz-Rot-Liebhaber bin. Also, Schwarz-Rot ist die geilste Kombi, die es gibt, aber... Aber nicht im Survival-Game. Ja, okay. Ich meine, nachher sind sie sowieso rot, wenn du da nachher die 50er-Klamotten irgendwann mal hast. Ich habe jetzt keinen 50er. Weil ich immer gucke, dass ich jetzt noch ein bisschen die Killer-Level für euch, damit ihr ein bisschen was zu sehen kriegt. Stagniert meine Claudette ein wenig. Also wie gesagt, ich finde das jetzt nicht so... Also ist nicht so Bombe. Ich würde bei ihm wirklich... Ich weiß gar nicht, was ich... Also das auf jeden Fall nicht. Das ist wirklich das, was ich bevorzugen würde bei ihm. Also das neue Outfit. Auch nicht so. Okay, und jetzt kommt Mac. Ja, da sieht man schon, die neuen Haare habe ich sofort drin. Sonst wären das halt die. Dies
und dies, aber die neuen Haare, ernsthaft, die Rehe sehen richtig, die stehen richtig gut, die passen richtig gut zum Gesicht. Die sind echt geil, muss ich schon sagen. So, das ist das Oberteil, das finde ich auch noch in Ordnung. Ja, und das Unterteil, ja, wenn man es really richtig sportlich mag, könnte man das natürlich auch machen, aber ich finde das nicht so prickelnd. Ich würde einfach hierbei bleiben, weil das würde auch super gut passen. Ja, die Hose, naja, keine Ahnung. Nee. Aber die ist gut. Also das ist eine einfach geile, perfekte Kombi. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Wie gesagt, sonst wäre normalerweise das jetzt das Neue. Würde auch gehen. Aber das ist noch trotzdem viel geiler. Und damit, wie gesagt, Mac, beste Kombi-Möglichkeit momentan, die man so neu hat. Von den neuen Kombis, wie gesagt, also ist das nicht so der... Es sieht ja der prickelste von allen. So, jetzt habt ihr auch mal die Outfits gesehen. Und von mir aus schreibt mal eure Meinung dazu. Ich kann ja nochmal kurz, damit ich das mal so halbwegs mal checken könnt, wie sie aussehen. Hier. Sie hat ja theoretisch fast alles an, was man neu haben kann. Claudette tut es mir jetzt wieder leid. Ja, sie hat noch die. Und bei ihm war es. So. Wie gesagt, Jake. Claudette. Mac. Und Dwight. Oh, die Hose ist falsch. Die Hose ist falsch. Das sehe ich doch sofort mit meinem geübten Auge hier. Ja. Und ich präferiere wirklich Mac's Outfit. Mac's Outfit und die Haare, Alter. Die Haare sind so geil. Wenn die jetzt auch noch in schwarz wären, ernsthaft. Boah. Ich sag nur Pulp Fiction, ne? Also ernsthaft. Boah. So. Ich finde die Frisur geil. Ernsthaft. So, ja. Bei ihr ist die Frisur auch in Ordnung. Bei ihm wäre sie vielleicht auch in Ordnung, wenn er das richtige... Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die richtige Farbe im Gesicht hätte. Ich finde, er sieht... also, dieses Gesicht hat mit den anderen nicht mehr viel zu tun. Und bei ihm... Naja, willkommen zu Super Mario oder Mario oder whatever, ne? Das ist meine Meinung dazu. Schreibt eure mal da in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!